Leute, was läuft? Wir gucken uns heute hier die besten Transfers an. Wir starten hier im Jahr 2025 bzw. 26. Musiala geht hier einfach mal zu Atletico Madrid. Dortmund holt sich einen neuen Stürmer. Bayern auch nochmal mit einer Verstärkung, aber es gibt auch viele 100 Millionen Euro Transfers. Dortmund verkauft Rainer für fast 100 Millionen zu City. Bellingham geht von Leeds United zu Inter Mailand. Und wir sind immer noch nicht bei den 100 Millionen, aber jetzt. Saka geht zu Manchester United von Atletico Madrid, also schon einiges passiert. Ihn geht zu City. Blažić geht zu Real Madrid. Goretzka zu Liverpool, zwischenzeitlich hier noch bei Inter Mailand gewesen. Neymar geht von Paris zu Tottenham mit einer 86er Gesamtstärke. Llorente und Pedri haben auch neue Vereine. Brahim Diaz geht wieder zurück zu Real Madrid. Harry Kane geht hier nochmal in die italienische Liga, wo er anscheinend einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Und jetzt die beiden Top-Wechseln. Osimhen geht zu Manchester United und Chiesa einfach zu Liverpool, 90er Gesamtstärke, 180 Millionen. Das würde aber bestimmt heute noch getoppt werden. Haaland ist übrigens auch schon von Dortmund weggewechselt, gewinnt ja auch den Ballon d'Or, spielt bei Real Madrid. Und wir sehen hier Karim Adeyemi, Wechsel von Newcastle United zu Manchester United, hat sein Potenzial von 86 auch hier erreicht. Wir gucken uns natürlich die weiteren Transfers hier noch an. Hier geht's los mit den 100 Millionen Euro Transfers. Lasst davor noch einen Daumen nach oben da, falls ihr das Ganze feiert. Bleibt natürlich dran, abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und jetzt wollen wir natürlich keine Top-Transfers hier verpassen. Gedesch geht hier zu Inter Mailand, Tonali zu Neapel, Isak zu Southampton, okay. 86er Stürmer da einfach mal. Real Madrid, Almada, der war damals ja auch ein bisschen heftiger, hatte mehr Potenzial. Stuttgart hat hier auch einen ordentlichen Stürmer gehabt. Der spielt jetzt bei Real Sociedad. City verstärkt sich hier wieder. Also überall nur 86er so gefühlt. Mount geht zu Barcelona, Rovella via Real, Valverde zu Arsenal von Liverpool. Und der Top-Transfer dieser Saison ist Anthony, der von Ajax zu Chelsea geht. Wir machen direkt weiter hier mit dem nächsten Jahr. Wir sehen Süle, der hier für knapp 100 Millionen den Verein wechselt. Und hier sehen wir die 100 Millionen Euro Transfers, aber in dieser Transferphase leider nicht so extrem viel los, zum Verhältnis jetzt in den anderen beiden Saisons. Hier übrigens noch interessant, der Aubameyang Region bei Leipzig. Und im Jahr 2029 gucken wir erst noch nicht die Top-Transfers, sondern erstmal hier einen interessanten Wechsel. Dortmund verpflichtet einen Mittelstürmer, könnte theoretisch der Volland Region sein. Sonst kommt, glaube ich, keiner in Frage. Schauen wir stattdessen, was so bei den Top-Transfers abgeht. Leipzig holt sich einen neuen Stürmer. Der hat mittlerweile eine 85. Stuttgart, ich würde sagen, mit einem ganz guten Regen. Sehr wahrscheinlich der Luka Modric Regen. Wir haben hier auch einen deutschen Innenverteidiger Regen, der hier zu Chelsea geht. Osimhen wechselt schon wieder den Verein. Aber warte mal, ist der nicht schon einmal zu Manchester United gegangen? Der ist also anscheinend irgendwie zurückgegangen und dann wieder hingewechselt. Ganz komische Geschichte. Luis Suarez Regen ist das wahrscheinlich hier bei Everton. Elliot wechselt hier zu Arsenal. Mount wechselt auch schon wieder hier, diesmal zu Atalanta. Und der Top-Transfer ist diesmal Valverde, der von Arsenal zu Barcelona wechselt. Also wir merken hier einfach an diesen beiden Transfers, dass EA da so ein bisschen verarscht. Die lassen die Spieler einfach wieder zurückkehren und dann hier, um nochmal einen Wechsel anzutäuschen. Mittlerweile sind wir im Jahr 2030. Adeyemi wechselt wieder hier den Verein. Jetzt kommen wir zu den 100 Millionen Euro Transfers. Da sehen wir einen Regen, den wir aber schon gesehen haben. Also manchmal kommen einfach die gleichen Wechsel und das könnte ein interessanter Wechsel sein. Sieht so ein bisschen von Namen her aus wie der Lewandowski Regen. Wir werden uns das angucken und ja, da haben wir richtig geraten. Der Lewandowski Regen hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Wechselt einfach mal zu Brighton. Okay, ganz komische Nummer. Mal gucken, vielleicht wechselt er woanders später noch hin. Guardiol, Hellas Veronas hat er einfach gespielt. Jetzt zu Chelsea. Pino hat bei Real Madrid gespielt. Jetzt bei Inter Mailand. Und der Top-Transfer aus diesem Jahr, Diaby. Nicht mehr bei Leverkusen, sondern beim AC Mailand, beziehungsweise jetzt bei Real Madrid. Also Real Madrid denke ich mal, eine heftige Mannschaft haben. Mit Diaby, Haaland. Aber übrigens nicht mit Mbappé, denn der spielt mit 31 immer noch hier bei Paris. Was glaube ich jetzt aber richtig interessant ist, wenn wir uns einfach mal so ein bisschen die letzten Transfers angucken. Da sehen wir Coman, spielt mit 33 noch bei Bayern, wechselt aber jetzt nochmal. Letzter Vertrag hier zum AC Mailand. Wir sehen einen Ben White, der von Dortmund zu Leipzig wechselt. Also diese Wechsel sind ja fast noch interessanter als die Top-Wechsel momentan. Bei den Top-Wechseln natürlich nur noch Top-Talente. Wir sehen McTominay geht hier zu Bayern München. Nkunku einfach ablösefrei. Okay, das sieht man auch relativ selten hier im Karrieremodus. Wir sind wieder in einem neuen Jahr. Wir sehen wieder einen Wechsel von Ruben Neves. Diesmal aber nicht zweimal vom gleichen Club.
Wir sehen auch Isak, der hier wieder wechselt. Luca Netz von Southampton wieder zurück in die Bundesliga. 85er Gesamtstärke. Brahim Diaz darf natürlich in dieser Liste hier auch nicht fehlen. Jetzt sehen wir einfach mal, Dortmund verkauft einen 31-jährigen 85er Gesamtstärke. Mal schauen, ob die jemanden noch dazu gekauft haben. Kudus wechselt auch wieder. Es sind immer die gleichen Namen gefühlt. Delap, den haben wir auch schon mal gesehen. Leipzig verstärkt sich und auch City verstärkt sich. Valverde zwischenzeitlich jetzt hier bei Barcelona gewesen. Und hier haben wir sehr wahrscheinlich den Manuel Neuer Regen, könnte theoretisch aber natürlich auch Ter Stegen sein, der hier zu Inter Mailand wechselt von Mallorca. Und Empoli, die sind wirklich eine Überraschung einfach in diesen Jahren, denn die sind da manchmal richtig gut, verpflichten hier einen 86er Stürmer. Auch Brighton, die machen das gleiche, die verpflichten den ZOM mit einer 87er Gesamtstärke. Und das passt natürlich ganz gut. Keylor Navas geht zurück zu Real Madrid, also sein Regen. Ja, und Hoffenheim verpflichtet einen sehr guten Innenverteidiger. Und ich glaube, das passt jetzt wirklich perfekt. Der Toni Kroos Regen wechselt von Stuttgart zu Real Madrid. Na, was laber ich von Toni Kroos? Das ist natürlich Luka Modric. Bei dem habe ich mich gefragt, ob das der Toni Kroos Regen ist. Und das, glaube ich, ist auch so. Und jetzt sehen wir hier noch den Top-Wechsel. Also Real Madrid wirklich mit sehr vielen Transfers. Kamavinga wechselt hier wieder zurück zu Real Madrid. Also alle wechseln zurück zu Real Madrid. Das ist so diese Transferphase zusammengefasst. Und haben wir den jetzt übersehen oder wurde der einfach nicht angezeigt? Wir sehen jetzt hier einen Transfer von Bayern München. Einen 85er. 100 Millionen. Also ordentlicher Transfer, den Bayern hier gemacht hat. Und jetzt werden wir hier die Karriere wechseln. Ich bin jetzt schon mal ein bisschen weitergegangen. Jetzt sind wir schon im Jahr 2034 beziehungsweise 35, aber hier kommen natürlich nur noch Regens. Das wollen wir, denke ich, nicht sehen. Obwohl, so ein Ansu Fati, der ist hier noch ganz interessant, aber es sind einfach zu wenige Spieler, die dann interessant sind. Deswegen wechseln wir jetzt in eine aktive Karriere, die wir dann neu starten. Oh, Vinicius übrigens auch noch von Juve zu Sevilla. Bayern verkauft einen Stürmer. Aber gut, wir starten neu. Davies hier zu Real Madrid mit einer 90er Gesamtstärke. Real Madrid übernimmt einfach mal komplett. Mal gucken. Die holen sich auch Sancho. Was ist mit Real Madrid bitte los? Okay, auf der Torhüter-Position haben die einen 69er Courtois, 43 Jahre. Beendet aber jetzt hier seine Saison. Beziehungsweise natürlich die Karriere. 83er Torwart. Hier aber zum Beispiel noch der Van Dijk Regen. Ja, und jede Menge Topstars einfach. Und natürlich vorne noch Haaland. Aber jetzt wirklich in die neue Karriere. Wir starten also jetzt hier komplett von vorne. Sehen, dass Niklas Süle hier zu Manchester United geht. Ginter wechselt hier zu Chelsea. Ich glaube, da wäre Gladbach ganz froh gewesen, wenn er für 64 Millionen gegangen wäre. Rüdiger geht zu Juventus Turin. Also bei allen, die irgendwie die Verträge am Auslaufen haben, die wechseln in FIFA. Theo Hernandez zurück zu Real Madrid. Nkunku zu Manchester City. Und der Top-Transfer. Kein einziger Transfer jetzt hier über 100 Millionen. Gnabry wechselt zu Manchester United. Wir sind jetzt hier in der zweiten Saison. Ich bin auch sehr gespannt, wo Erling Haaland vielleicht hinwechselt oder ob Mbappé wechselt. Jetzt kann natürlich alles wieder neu passieren. Wir fangen erstmal langsam hier bei den 70 Millionen Euro Transfers an. Da der erste richtig relevante Transfer Bayern München gibt Hernandez ab an Sevilla 82 Millionen. Kimpembe wechselt von Paris zu Inter Mailand. Rodrigo auch in die italienische Liga zu Juventus Turin. Immobile hier zu Real Madrid. Ja, letztes Mal haben sie sich Haaland geholt. Diesmal halt Immobile, 32 Jahre alt. Rashford auch in die spanische Liga. Und jetzt nochmal die italienische Liga aus der spanischen Liga, Mondi. Und Bellingham wechselt einfach mal, ja, ich würde sagen Sensationswechsel zu Aston Villa, 92 Millionen. Das passt nicht ganz so gut, würde ich sagen. Diaby war vorhin ja auch mal mit dabei, aber hier natürlich eine neue Situation. Jetzt wechselt er von Leverkusen zu Rom. Petri wechselt einfach mal in die Premier League. Erster 100 Millionen Euro Transfer zu Tottenham. Und Timo Werner wechselt auch in die italienische Liga. Der also nicht mehr hier in der Premier League am Start. Und Coman wechselt zu Atletico Madrid. Im Verein seit 2022. Gut, das macht jetzt nicht mehr so extrem viel Sinn, wenn man das mit der Realität vergleicht. Und Tielemans zu Real würde in Realität auch nicht so extrem viel Sinn machen. Real Madrid schon mit sehr vielen guten ZOMs bzw. ZMs. Hier mit einem weiteren 88er Belgier. Also richtig heftig. Mal schauen, wer als nächstes hier der Top-Transfer sein wird. Und wir gehen hier in die nächste Spielzeit direkt wieder mit einem Transfer von Matthias Ginter, der diesmal hier zu Barcelona wechselt. Und auch hier nochmal einen Sensationstransfer. Bayer Leverkusen holt sich Brahim Diaz, 84er Gesamtstärke. Ist vielleicht Würz gewechselt dann als ZOM? Wir werden es gleich sehen. Max Meyer war ein ablösefreier Spieler, hat erstmal hier wieder einen Verein gefunden. Aber wir gehen natürlich jetzt hier zu den Top-Transfers. Szoboszlai wechselt in die italienische Liga. Und wir sehen, ja, Kubo wechselt hier einfach mal in die Bundesliga. Dortmund holt sich einen 81er für 77 Millionen. Paris holt
holt sich einen neuen Innenverteidiger mit Joe Gomez. Leipzig holt sich Guendouzi zurück in die Bundesliga, der auf einem 86er Rating ist. Also sehr starke Verstärkung auch hier von Sevilla. Und Camavinga wechselt hier von Real Madrid zu Tottenham. Ja, ich glaube, der wurde da von Tielemans ordentlich verdrängt. Der muss jetzt hier in der Premier League spielen. Stimme kurz kaputt gegangen, Batterien sind gewechselt. Jetzt geht's hier weiter mit Malen, der hier zu Valencia geht. Und Sanchez, der hier, ja, einen großen Wechsel macht zu Liverpool. Anthony wechselt hier in dieser Karriere schon ein bisschen früher zu Benfica. City holt sich einen neuen Stürmer. Verratti wechselt zu Atletico Madrid. Dortmund holt sich noch einen zweiten Spieler, diesmal für 100 Millionen. Und Dortmund holt sich sogar noch einen Spieler. Und wir sehen auch, das, was wir angekündigt haben, Florian Wirtz ist tatsächlich gewechselt zu Atalanta Bergamo. Ja, und wie gesagt, Dortmund hat sich hier einfach doppelt auf der ZM-Position verstärkt. Über 200 Millionen hier ausgegeben. Also wenn man kleinere Transfers und so noch einrechnet, dann 300 Millionen einfach in einer Transferphase rausgehauen. Vielleicht kommt hier gleich ein Haaland-Transfer, das würde einiges erklären. Jetzt sehen wir erstmal Militao, der hier zu Arsenal geht. Wir sehen Osimhen, der hier schon wieder zu Manchester United geht. Und Chiesa, der hier schon wieder zu Chelsea geht. Diesmal aber nicht mit der 90er Gesamtstärke, sondern mit der 88er Gesamtstärke ist auch hier der Top-Transfer. Und das passt jetzt nicht so richtig rein, aber bei den Transfers müssen wir einfach mal nachgucken, was das für Auswirkungen hat. Und Dortmund gibt fast 300 Millionen aus, wird aber trotzdem nur Dritter. Erling Haaland spielt ja auch noch da, also das hier schon, ja, ein bisschen enttäuschend. Und jetzt sind wir ganz nebenbei, wenn wir schon dabei sind, einfach mal hier aufgestiegen, ohne irgendwas hier an der Mannschaft zu machen. Deswegen natürlich abonnieren. Ich würde sagen, bei 100.000 das Unmögliche, wenn wir das schaffen bis November. Dann mache ich mir den R9 Haarschnitt. Schauen wir erstmal hier weiter. Adeyemi geht hier von Stuttgart zu Everton für 62 Millionen. Sehr coole Transferphase, muss ich sagen. Ein paar Transfers habe ich hier schon gesehen. Varane wechselt zu Atletico Madrid. Das passt jetzt nicht so wirklich gut. Jovic zu Hertha BSC. Wir haben Pogba, der auch zu Atletico Madrid geht. Wolfsburg hatte zwischenzeitlich ein gutes Verteidigertalent. Hat es jetzt aber abgegeben. Liverpool hat sich Dybala geholt. Leverkusen hat hier den Rechtsverteidiger verkauft. Und Dortmund hat einen weiteren ZM, den wir gar nicht mitbekommen haben. Donny van de Beek wechselt aber jetzt zu Paris. Was hat Dortmund da auf der ZM-Position bitte angestellt? Gladbach hat auch einen Stürmer verpflichtet, was wir nicht wirklich mitbekommen haben. Die sind wahrscheinlich so ein bisschen günstiger einfach weggegangen. Grimaldo auch zwischenzeitlich bei Bayern München. Also wir bekommen jetzt die ganzen Transfers mit, die wir davor gar nicht mitbekommen haben. Süle wechselt wieder den Verein. Diesmal geht es zu Leicester City. Also ich habe das Gefühl, manchmal werden die Transfers so ein bisschen auch gewürfelt. Manchmal macht es nämlich überhaupt gar keinen Sinn. Haben wir ja vorhin schon gesehen. Auch hier macht es, glaube ich, keinen Sinn, oder? Ich bin mir nicht komplett sicher, aber wir sehen hier, Dortmund holt sich einen Top-Innenverteidiger Tabsoba, der hier aber zwischenzeitlich auch bei Leicester City war. Auch Leipzig legt hier nochmal nach. Rechtes Mittelfeld, 85er Gesamtstärke, also gute Transfers. Hernandez wechselt auch schon wieder, genauso wie Süle. Und jetzt gehen wir so langsam in Richtung 100 Millionen. Und was? Also jetzt wird es wirklich, was hat Dortmund da bitte auf der ZM-Position getan? Wir haben da gefühlt 500.000 Spieler gehabt. Oder wechseln die Spieler gefühlt jedes Jahr da immer aus. Jetzt der nächste ZM, Llorente, geht zu Chelsea. Und jetzt Musiala geht weg von Bayern München zu Olympique Lyon für knapp 100 Millionen. Kein Plan, warum der jetzt hier in die französische Liga geht zu Lyon. Und Kimpembe auch wieder. Also es gibt so Spieler, die einfach jedes Jahr hier gefühlt wechseln. Und Bayern direkt hier mit dem nächsten Transfer. Die geben auch Upamecano ab für über 100 Millionen an Liverpool. Der nächste, der aus der Bundesliga in die Premier League wechselt, Dani Olmo. Und sehr interessanter Wechsel auch hier wieder in die Premier League. Ein Spieler 88er Gesamtstärke. Und nochmal, was ist denn mit der Premier League los? Die übernehmen ja jetzt hier einfach mal komplett. Die holen sich alle guten Spieler einfach. Timo Werner spielt nicht mehr in der Premier League. Das haben wir ja schon mitbekommen. Der spielt jetzt aber bei Real Madrid. Ruben Neves, den haben wir heute auch schon öfter gesehen. Der wechselt sehr gerne. Und Bellingham wechselt von Aston Villa zu Dortmund zurück. Okay, das ist ein cooler Wechsel, aber der Aston Villa-Schritt, der war so ein bisschen random. Das war quasi einfach eine Laie mit Budget einfach. Ganz komische Geschichte. Richarlison wechselt hier zum FC Barcelona. Und dann kommen wir schon zu den absoluten Top-Transfers. Dembélé wechselt zu City und Mason Mount ist der Top-Transfer. Der wechselt hier zu Real Madrid. Also sehr interessante Transferphase. Also mal gucken, ob die nächste das Ganze hier noch toppen kann. Wir starten die neue Saison mit Alaba, der mittlerweile bei Juventus Turin gespielt hat. Jetzt aber für Atletico Madrid die Verteidigung übernimmt. Und auch dieses Mal wieder sehr interessante Transfers dabei. Wir fangen an bei Akanji, der bei Leipzig gespielt hat, jetzt zu Chelsea geht. Wan-Bissaka, einer der besten Rechtsverteidiger, geht hier zu Real Madrid. Dortmund wieder mit einem ZM, den sie verkaufen. Also das kannst du wirklich keinem erzählen, was sie da auf der ZM-Position treiben. Das ist ja wirklich schon fast kriminell, muss man sagen. Thomas Lemar wechselt vom AC Mailand. Renato Sanchez von Liverpool zu Real Madrid. Und Leipzig holt sich auch nochmal einen richtig guten Spieler hier als Szoboszlai-Ersatz. Hoffenheim verkauft hier einen relativ guten Spieler. Schlotterbeck von West Ham zu
Frankfurt zurück in die Bundesliga. Konaté von Real Madrid zu Tottenham. Daniel Mahl nicht mehr bei Dortmund, sondern hat hier bei Valencia noch gespielt. Jetzt aber wieder zurück in der Bundesliga bei Hoffenheim. Trincao von Barcelona zu Paris. Jonathan David wechselt hier zu Chelsea. Aber wir sind immer noch nicht bei der 100-Millionen-Marke. Deswegen gehen wir mal so ein bisschen weiter nach vorne. Jetzt sehen wir hier einen Innenverteidiger 86er Gesamtstärke. Von Liverpool zu Real Madrid. Depay wechselt hier zu Newcastle United. Die haben jetzt in dieser Karriere nicht so viel Geld. Können sich in dieser Karriere trotzdem einiges leisten, obwohl 83 Millionen für einen 31-Jährigen, ja, ein bisschen viel, muss man sagen. Auch Barcelona geizt jetzt hier nicht mit dem Ausgeben. Und auch Bayern holt sich hier einen neuen Stürmer als Lewandowski-Ersatz, kann man, denke ich, jetzt schon sagen. 85er Gesamtstärke, das reicht natürlich nicht. Dieser Stürmer ist schon einmal gewechselt, wechselt er jetzt das nächste Mal. Diesmal geht es in die spanische Liga und Guendouzi, der geht wieder raus aus der Bundesliga. Auch hier ein gutes Talent geht in die Premier League. Wir sind immer noch nicht bei der 100-Millionen-Marke. So, Goretzka ist der Letzte, der wahrscheinlich noch drunter ist. Der wechselt von Bayern zu Liverpool. Jetzt sind wir aber bei der 100-Millionen-Marke angekommen. Wir gehen das mal so ein bisschen schneller durch, denn das dauert hier schon ein bisschen länger. Valverde hier von Real Madrid zu Liverpool. Und Florian Würz von Atalanta zu Chelsea. 160 Millionen ist auch gleichzeitig der Top-Transfer. Okay, waren gar nicht so extrem viele Transfers. Leipzig gibt hier noch einen Stürmer ab. Und wir werden jetzt in ein letztes Jahr gehen. Februar 2027. Mittlerweile überschneiden wir uns schon so ein bisschen von den Zeiten. Erster Transfer, den wir hier sehen. Bayern München holt sich eine neue ZM. Das ist eigentlich die Aufgabe von Dortmund. Aber Bayern übernimmt das erstmal hier in der letzten Transferphase. Barcelona auch mit einem Linksverteidiger hier. Sehr, sehr starker Transfer. Christensen wechselt hier in die Bundesliga zu Leipzig. Llorente wechselt wieder den Verein, aber ihr seht schon, die meisten Spieler sind jetzt ja auch schon über 30 Jahre alt. Vlahovic wechselt von Leipzig zu Chelsea. Ja, und Paris hat auch einen neuen Innenverteidiger mit einer 86er Gesamtstärke. Bayern holt sich einen neuen Stürmer, nochmal einen neuen Stürmer. Ich bezweifle aber, dass zwei 85er dann einen 92er hier ersetzen können. Leipzig holt sich nochmal ein gutes rechtes Mittelfeld. Und Wolfsburg holt sich einfach Moukoko von Dortmund. Okay, das würde ich sagen, ist bis jetzt die größte Überraschung hier. Die extremen Sensationstransfers haben wir hier leider nicht bekommen, aber Moukoko zu Wolfsburg, hier in der Karriere, schon ein heftiger Deal, muss man sagen. Und Dortmund macht weiter, rechtes Mittelfeld, diesmal kein ZM, aber ja, und auch ein sehr starkes rechtes Mittelfeld. Und Hoffenheim, also die holen wirklich sehr gute Spieler hier in die Bundesliga, muss man einfach so sagen. Und Liverpool holt sich Asensio, Adeyemi geht auch hier wieder zurück in die Bundesliga. Und wir sehen auch da drüber, Hertha BSC verkauft jemanden, aber er bleibt in der Bundesliga. Martinelli geht zu Wolfsburg, also bitte, was ist hier mit den Bundesliga-Clubs los? Hier nochmal in der letzten Transferphase. Die drehen nochmal ordentlich auf. Auch Gladbach hier mit einem 98 Millionen Euro Transfer. Ja, und Leipzig hier nochmal mit 100 Millionen für Rodri. So, jetzt ist aber mal wieder Premier League am Start. Jetzt gehen wir so in den 100 Millionen Bereich. Kimba, Paqueta, die gehen zu den Manchester-Clubs. Kamavinga, der geht zu Liverpool von Tottenham. Und wir sehen Reina jetzt hier von Rom zu West Ham. Also das ist mit der Gesamtstärke schon irgendwie sehr kurios. Joe Gomez geht zum FC Barcelona, Ousmane Dembélé geht zu Real Madrid und ist gleichzeitig auch hier der letzte Transfer. Danke fürs Zuschauen. Klickt euch jetzt direkt zum nächsten Video. Deswegen bis gleich.